Hallo Leute, da bin ich wieder, euer Creighton. Ich grüße euch recht herzlich. Ich wünsche euch eine fröhliche Weihnachten. Denn wenn dieses Video geplant ist, dass das um die Weihnachtszeit online geht, also wahrscheinlich am 25. Diesmal habe ich wieder ein Creighton Special für euch. Ja, da muss ich direkt mal was zu sagen. Ich wollte eigentlich so eine ganz große Folge machen, die dann. Also als eine Folge, die wahrscheinlich was länger werden würde. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass meine alte Kamera, die ich hier immer benutze, sich nach 20 Minuten ausschaltet. Ja, und dadurch werde ich einfach dieses Special, weil ich wahrscheinlich mehr als 20 Minuten insgesamt brauche, weil ich hier immer so viel quatsche, werde ich wahrscheinlich daraus mehrere Teile machen. Ich nehme mal an, dass es so drei Teile werden. Genaueres seht ihr dann aber, wenn ich das abgedreht habe in der Überschrift, wie viele Teile es dann werden. Ja, ich hoffe, dass euch das nicht zu sehr stört. Dann mache ich lieber mehrere kleine Teile, um das Ganze dann zu haben. Weil für mich persönlich ist es schon sehr wichtig, dieses Special, denn es dreht sich um meine Masters of the Universe Hörspielsammlung. Jetzt werden viele von euch sagen, Masters of the Universe, das hat da gar nichts mit Comics zu tun. Ja, das stimmt nicht so ganz. Natürlich beruht das Ganze auf dieser Toyline, die mich in den 80er Jahren geprägt hat. Das waren meine Actionfiguren, He-Man, Skeletor und Co. Wird ja jetzt seit 2008 auch schon wieder aufgelegt. Da gibt es ja neue Figuren, also in diesem Retro-Look. Und es gibt ja jetzt auch wieder bei DC Comics dazu. Und auch Panini hat welche veröffentlicht. Es war schon immer eine Verbindung zwischen dieser Toyline und Comics. Denn diese Figuren, die es damals gab, die wurden immer mit so Mini-Comics ausgeliefert, die dann die Charaktere erklärten oder die neuen Gadgets, die die hatten, in der Story erklärten. Also es gab neben Zeichentrickserie gab es schon immer auch Comic-Serien dazu. DC hatte die schon mal, Marvel hatte die schon mal und eben schon von Anfang an diese Mini-Comics. Und daher hat das schon so ein bisschen, also Comics waren immer ein Teil dieses ganzen Masters of the Universe, des Franchises. Und ja, aber fangen wir mal an mit der Hörspielsammlung. Die ist damals exklusiv für den deutschsprachigen Raum rausgekommen. Also die gab es nicht in anderen Ländern wie hier in den USA schon gar nicht und auch nicht Italien, England und so weiter. Die gab es nur, meines Wissens zumindest, nur in Deutschland, dann wahrscheinlich der Schweiz und Österreich und hat deswegen auch eine ganz eigene. Ja, wie soll ich sagen, das ist ein ganz eigenes Universum. Ein Teil der Masters of the Universe, aber ganz eigen interpretiert. Fing damals an mit der ersten Folge Sternenstaub. Das ist meine zweite Kassette eigentlich gewesen. Zu der ersten Kassette, die ich je hatte, davon kommen wir gleich. Sternenstaub hat mich schwer beeindruckt. Sehr starke Folge, die direkt natürlich die Hauptcharaktere, He-Man, Man-at-Arms, Orko, Teela, Skeletor, Trapjaw und Beastman vorstellt. Da war ich direkt gefangen, ne, als ich die gehört habe. Das hat mich fasziniert. Und schon in der zweiten Folge, das Todestor, ging es. Das war schon eine interessante Folge, weil hier die Origin von Skeletor erklärt wurde, die Entstehungsgeschichte von Skeletor. Also He-Man und Co. verschlägt es in die Vergangenheit von Eternia. Und da kommen die unter anderem auch auf die Spur, was es mit Skeletor auf sich hat. Das ist eben die Origin innerhalb dieser Serie. Die hat mit der Origin, die man aus Comics kennt, gar nichts zu tun. Aber für mich ist das auch so, also dieses Universum, was hier erklärt wird, ist so für mich das Hauptuniversum, was für mich eigentlich am meisten zählt bei den Masters of the Universe. Dann in Folge 3 wurde es auch schon zum ersten Mal so ein bisschen,
ja, wie soll ich sagen, gruselig an ein paar Stellen. Da wird Eternia belagert. Und zum Beispiel kommen da so Höllenhunde drin vor. Und da wird auch im Grunde auf die historische, das trojanische Pferd, das ihr vielleicht aus dem Geschichtsunterricht noch kennt, das wird hier auch so ein bisschen verwurstet. Auch eine sehr starke Folge. In der vierten Folge kommt dann zum ersten Mal außerhalb von Skeletor, Beastman und Trapjaw, die immer so die Hauptgegner am Anfang waren, mit Merman ein weiterer Bösewicht dazu, der sich auch im Verlauf der Serie immer als eine Art Konkurrent auch von Skeletor um die Herrschaft des Bösen so ein bisschen herauszu. Der hatte jetzt auch nicht so viele Auftritte, aber das ist so einer. Skeletor wird hier nur erwähnt, der kommt nicht vor. Und dann kommen wir zu meiner ersten Kassette, die ich überhaupt davon hatte, ohne Cover. Das ist Folge 5. Warum ohne Cover? Ja, das liegt daran, dass diese Kassette, sowohl die erste Sternenstaub oder eben die fünfte, wurden immer mit diesen, es gab so ein Paket, so eine Art Starter-Paket, wo du He-Man und Skeletor als Figur hattest und da war so eine Kassette und das Minicomic dabei. Und dann natürlich ohne Cover. Jahre später habe ich aber mal diese Kassette hier bekommen, das ist die Nummer 5. Da habe ich dann auch endlich in das durchaus schöne Cover in Händen gehabt, das ich über Jahre gar nicht kannte. Und vor ein paar Jahren habe ich nämlich einen Teil, da habe ich die ersten 30 Folgen und Folge, oder die ersten 32 und Folgen 33 und 36 habe ich praktisch doppelt, weil ich die dann nochmal bekommen, also geschenkt bekommen, beziehungsweise mein Sohn hat sie geschenkt bekommen. Und dadurch haben wir die doppelt. Und dadurch haben wir jetzt auch dieses Cover. In dieser Folge ist auch nicht Peter Pasetti der Sprecher von Skeletor. Der war wohl in der Zeit krank. Das ist ein anderer, der die Sache aber auch sehr gut macht. Obwohl ich Pasetti da viel besser finde. Der hat auch hier in der sechsten Folge kaum Spracheinsätze, sage ich mal so. Es war so eine Zeit, auch in Folge 4 kommt er eigentlich nicht vor, wo er wohl entweder was anderes zu tun hatte oder krank war, sodass er auch in Folge 6 dann nicht wirklich zum Einsatz kam oder wenig zum Einsatz kam. Ja, dann kommen wir hier mit Folge 7, eine meiner Lieblingsfolgen, Doppelgänger, bringt eine weitere Figur, zu der einen weiteren Charakter, zu der es später auch eine Figur gab, Faker, den Doppelgänger von He-Man. Und in dieser Masters of the Universe Hörspielreihe ist es so, dass der wirklich genauso aussieht wie He-Man. Bei den Figuren war es so, dass er praktisch, das war schon die He-Man-Figur, aber komplett in Blau mit orangenen Haaren, weil der da auch eine ganz andere Origin hatte, als auch als das hier wieder der Fall war. Im Laufe der Serie kommen immer mehr Charaktere zu. Wir haben hier den Baum der sterbenden Zeit in Folge 8. Da wird zum Beispiel Stratos eingeführt, dieser Vogelmensch. Das spielt auch in seiner Stadt, sodass wir da immer weiter werden immer mehr Charaktere werden etabliert. Folge 9, die Ebene der Ewigkeit, liefert unter anderem wieder eine Origin-Story. Und zwar gibt es da so eine Szene, wo die alle in so einen Schlaf fallen durch Magie. Und Orko dann träumt und erfährt, wie Trapjaw, der Leibwächter von Skeletor, zu Trapjaw geworden ist, dass es auch mal ein guter war. Finde ich auch unheimlich gut, diese Folge. Und auch den Charakter. Ja. Und dann kommen wir hier zu Folge 10
Das Geheimnis der Mystic Mountains. Und da war es jetzt zum ersten Mal so, dass also die ersten 8 Folgen, sage ich mal, die sind so, das sind so Standalone-Stories. Die haben, da wird eigentlich kein Rückgriff auf die anderen Folgen genommen. In Folge 10 ist das erstmalig so, dass wir so eine Art Kontinuität bekommen, dass die Ereignisse aus Folge 9 werden hier nochmal aufgegriffen, das wird nahtlos weitererzählt. Und das finde ich sehr gut, dass sich das dahin entwickelt hat. Folge 11, Anti-Eternia, spielt mit dieser Parallelwelt, mit diesem Parallelwelten-Gedanken, den wir auch aus den Superhelden-Comics, DC und Marvel vor allem kennen. Da trifft He-Man eben auf sein böses Pendant, sozusagen. Eine unheimlich grusige Folge eigentlich, für Kinder damals. Ich weiß noch, wie ich da wirklich, das konnte ich nicht abends hören, ne? Vor dem Einschlafen. Ich habe vieles ja, man hört ja, wenn, dann Hörspiele meistens abends so zum Einschlafen, aber diese Folge musste ich mal über Dach hören, weil sonst hätte ich nicht schlafen können, ne? Sehr, wirklich sehr gruselig. Das Cover ist ja auch schon sehr gruselig. Also da wurde den Kindern schon einiges zugemutet, muss man sagen. Ja, dann geht das hier weiter mit Folge 12, mit der möchte ich jetzt auch abschließen. Folge 12, Herr der Wespen, da wird eben hier Buzz Off, der Herr der Wespen, eingeführt, beziehungsweise kriegt er eine größere Rolle. Ist auch wieder eine sehr, sehr unterhaltsame Folge. Ja, und mit dieser Folge 12 möchte ich abschließen und dann werden wir uns voraussichtlich, wenn alles klappt, morgen zum zweiten Teil dieses kleinen Specials von mir sehen, wo ich dann weiter so ein bisschen über die Sachen quatsche. Ja, über Kommentare, Likes und natürlich auch Abos würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch ein frohes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr seid reich beschenkt worden gestern schon. Vielleicht werdet ihr auch heute und morgen noch reich beschenkt. Ich hoffe, dass ich das jetzt auf Weihnachten alles hochladen kann. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Fest. Tschüss.